Ja, hallo ihr da draußen. Es geht sofort weiter mit Alien Isolation. Wir haben immer noch nichts zum Speichern gefunden und wenn ich jetzt in irgendeiner Form tatsächlich sterben kann, dann werde ich echt sauer. Also, ihr habt mich noch nicht sauer erlebt, aber dann werde ich echt sauer. Hier liegt überall Schrott und den kann ich nicht einsammeln. Aber was wir machen können... Warte mal. Können wir... Wir können die Komponenten hier schon mal reinhauen. Ich weiß allerdings nicht, ob er den Schrott dann auch direkt... Nee, macht er nicht. Man kann die Komponenten da schon mal reinhauen und dann kann man, wenn das Inventar voll ist, die dann mitnehmen. Nee, der piept einfach nur so. Okay, wir kriechen jetzt hier fröhlich frei durch die Lüftungsschächte und ich habe keine Ahnung, was das soll. Warum hier so viele Lüftungsschächte sind? Schrott. Hier ist ja was, ne? Das Drecksstück ist noch da. Es darf nicht wahr sein. Wenn ich hier jetzt nicht speichern kann, dann flipp ich aus. Der ist hier ganz in meiner Nähe. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, da jetzt darunter zu hüpfen. Bewegt sich aber von mir weg. Ah. Da fehlt ein Teil. Das muss ich in Ordnung bringen. Ja, erst speichern wir. Aufzugstörung. Reparatur benötigt. Das dachte ich mir. Und da sind auch noch Leute. Also das heißt, wir haben hier einfach keine Ruhe mehr. Oh. Wer? Ich habe gar keinen erschossen. Ich war das nicht. Ich gucke jetzt mal, bewegen die sich jetzt denn hier noch in irgendeiner Form? Wohin? Wo, was müssen wir denn? Wir müssen... Wir sind immer noch auf dieser Kack-Krankenstation. Kann das sein? Wir müssen doch zurück zu Taylor. Bringen Sie die medizinische Ausrüstung zu Taylor. Ja, das ist da, wo ich rausgekrochen bin, ne? Ja. Okay, ich klettere jetzt hier in diesen Lüftungsschacht. Und gucke mal, wo der mich hinführt. Und ich hoffe doch stark, ich kann hier alles durch den Lüftungsschacht regeln. Das fände ich total cool. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Und das Mistvieh direkt. Das klettert wohl mit mir durch den Lüftungsschacht. Das finde ich jetzt nicht so geil. Taschenlampe aus. Wir schaffen das schon. Okay, die stehen noch da. Aber wenn die da rumstehen, ist das nicht so gut. Und das Miststück ist immer noch irgendwo da oben. Okay, jetzt. Jetzt 3 Punkte. Komme ich denn jetzt irgendwie an den vorbei? Was passiert denn? Schau mich nicht so an. Das hat der Typ sich ordentlich verdient. Kann ich die hier rauswerfen? Und hier drin kriegst du mich nicht. Hoffe ich jedenfalls. Okay. Es macht jetzt sauber für mich. Ich weiß nur nicht, ob das eine schlaue Idee war. Überwachungsband? Okay. Mein kleiner, dicker Freund hat jetzt für mich sauber gemacht. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ist das so gut, jetzt hier rauszugehen. Kommt er jetzt gleich wieder? Das ist jetzt so die große Frage. Kommt er jetzt gleich wieder, weil der vermutet, dass ich hier bin? Was ja eigentlich blödsinnig wäre, weil ich habe ja nur einen Geräuschemacher geworfen und er hat ja Fressen gefunden. Wo muss ich denn hin? Ich habe gar kein Ziel. Wie doof ist das denn? Bewegen Sie sich durch Sixen Synthetics, um eine alternative Route zurück zum Transit zu finden, bei dem Sie sich von Samuels und Taylor getrennt haben. Aber wir haben ja gespeichert, ne? Oh.
Tappt er jetzt oben lang? Nee. Oh oh. Bin gleich tot. Soll ich noch schnell hier reinklettern? Ja, ne? Mach das mal. Aber... Da ist er. Oh oh. Der riecht mich. Der hört das Ding, glaube ich, auch. Ich glaube, der ist etwas angepisst, weil wir eben so viel Krach gemacht haben. Verstehe ich gar nicht. Ach, wie kommt... Ja, es ist halt die Frage, ob das so schlau war. Vielleicht hätten wir einfach um die rumsneaken müssen, weil jetzt haben wir nämlich das Problem, dass das Vieh uns hier nämlich in die Nerven geht. Da. Da? Der will jetzt nicht mehr weggehen, ne? Ne, ich glaube, der will nicht mehr weggehen. Äußerst ungünstig. Der rennt die ganze Zeit hier hin und her. Und kommt immer wieder hoch und runter. Ich weiß nicht, was passiert, wenn er mich hier drinnen sieht. Ich weiß auch nicht, ob ich es ausprobieren will. Ich glaube, wir haben jetzt ein Problem. Ich glaube, wir kommen jetzt nicht mehr an dem vorbei. Oh, ist das laut, Leute. Oh, der kommt hier rein! Der kommt hier rein! Scheiße! Okay, das war eine dumme Idee. Das war eine saudumme Idee. Ich dachte, der passt hier nicht rein. Ich dachte, der ist zu fett. Schießt einfach auf alles, was sich bewegt. Kacke! Reiß dich zusammen. Sie haben ihn einfach getötet. Ja. Sind Sie auch tot? Nee. Ja, beruhigt euch mal. Ich habe überhaupt niemanden umgebracht. Das war hier... Mein Freund, also eben schon, aber jetzt habe ich ja neu geladen und jetzt leben die ja alle wieder. Also, jetzt regt euch mal nicht so auf hier. Regt euch, oh, mal nicht so auf. Okay. Wo sind die jetzt? Da hinten. Ist die Frage, ob ich einfach nur da hinten in den Schacht komme. Ich probiere das mal. Mahoney, zum Glück. Wir wurden angegriffen. Plünderer. Wir haben das Überwachungsband gesehen. Könnt ihr nach oben kommen? Wir sitzen in der Falle. Der Aufzug geht nicht. Nein. Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Ist der wahnsinnig? Peterson, wir wissen, ob du wahnsinnig bist. Diese Dinger greifen jetzt Menschen an. Okay. Francis Ende. Arschloch. Wird schon gehen. Ich werde mich jedenfalls sicher nicht mit den Dingern anfreunden. Huch! Bleib wach, du Depp. Wenn wir das hier schaffen wollen, musst du am Leben bleiben. Okay, der bewegt sich aber auch nicht vom Fleck, ne? Wir sind nicht allein. Etwas hat die Schüsse gehört. Ja, ja. Hör doch auf! Ich kann doch mal so ein Bewegungs... so ein... Oh, Komponente B. Ich kann doch mal so ein Dingensbummens da... Nee, hier will ich nicht raus. Ich weiß nicht, wo ich da langkomme. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. So genau. Hab ich keinen Plan. Wie ich hier weiter vorgehen soll. Das blöde Vieh ist hier irgendwo... Oh, Revolvermunition. Aber ich kann ja eh nicht schießen. Ich kann ja nichts machen. So im Grunde. Was haben wir denn hier? Subkutane Impfpistole, Ethanol. Er sagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Ja. Yeah. Guter Plan. Wir hätten das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch an. Habt ihr wen gefressen? Ihr habt doch nicht einfach wen gefressen, oder? Also es ist jetzt die Frage.
Ich kann das Vieh nicht nach unten holen, um die zu täuschen. Also um die quasi die Station ist ein Wrack. Wir haben nur getan, was wir mussten. Aus dem Weg zu räumen. Egal, was ich mache, also ob ich jetzt Geräusche mache, hole, ob ich die wegsprenge, egal, was ich mache, das Vieh kommt raus und macht Ramazamba. Das ist auf jeden Fall klar. Aber wie komme ich jetzt an denen vorbei? Also, und wo muss ich hin? Wo zum Teufel muss ich hin? Das ist die Frage. Die sind alle da hinten. Da ist noch einer. Ah, jetzt sind hier direkt zwei. Ich werde hier nicht verrecken. Auf keinen Fall. Sind das jetzt die Leute? Ich könnte für eine Zigarette töten. Da oben geht's noch weiter. Huch! Mach mal auf hier! Haltet nach Bewegung Ausschau. Könnte überall sein. Okay, ich weiß nicht, ob der sich bewegt. Sieht nicht so aus. Ich wollte hier eigentlich gerade rausklettern. Ich kletter jetzt hier mal raus. Hoffe, dass der mich nicht hört. Und gehe jetzt mal hier rauf. Kletter jetzt mal hier hoch. Zuerst hört man Geräusche in den Lüftungsschächten. Okay, okay, okay. Okay. Und jetzt? Weiß ich nicht, ob das Drecksvieh auch hier oben rumläuft. Das wäre nicht so lustig. Oh, oh. Wir schaffen das schon. Ja, hier laufen auch Leute rum. Oh, da oben sind ein paar Tote. Gehen wir hier mal reingucken. Holen uns das hier mal noch mit. Leuchtfackel ist voll. Wir müssen da drauf zugreifen. Okay, und was tun wir dann? Fehler. Berichte, Sünde, Leiter, habe soeben Baupläne erhalten, wie Maulwurfzahlen, Sixen. Für Wayland Yutani ist das alte Technologie, aber es überschreitet unsere Möglichkeiten. Okay. Bleib wach, du Depp. Wenn wir das hier schaffen wollen, musst du am Leben bleiben. Miles, ich habe mir Ihren Bericht über die Wayland Yutani Androiden und Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Hiwis angesehen. Ich weiß Ihre Bemühungen sehr zu schätzen, aber Sie müssen verstehen, dass wir uns in verschiedenen Welten bewegen. Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen. Meine verfügt über eine Vorstandsetage und $8000-Anzüge. Es läuft auf Folgendes hinaus. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich habe Sie angestellt, weil Sie am günstigsten waren, nicht am besten. Finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Dann zum Ende. Die ganze Station ist ein Wrack. Wir haben nur getan, was wir mussten. Wo ist denn Ladungspack? Brauchen wir hierfür gar nicht. Für was brauchen wir das denn? Oh. Was haben wir jetzt gebastelt? Was haben wir jetzt gebastelt? Eine EMP-Mine, ne? Aber gut, viel bringt die uns jetzt auch nicht. Viel bringt die uns jetzt auch nicht. Ich weiß es gar nicht. Läuft jetzt hier oben einer rum? Schau mich nicht so an. Das hat der Typ sich ordentlich verdient. Oder nicht? Kommt das Vieh jetzt hier oben? Also wenn das hier oben rauskommt, habe ich relativ schlechte Chancen. Musste wahrscheinlich geschehen, aber das war deine Idee, nicht meine. Und ich habe eben jetzt auch nicht zugehört, was sie da... Oh, ich kann die speichern. Was sie da gelabert haben. Wir werden bald schlafen. Weil ich drauf gehört habe, ob hier irgendjemand rumrennt. Das, ja. Ich muss mich dann drauf konzentrieren, dass ich ja richtig laufe. Aber ihr habt ja bestimmt für mich zugehört. War da irgendwas Interessantes dabei? Sagt mal an. War da was Interessantes? So, jetzt haben wir gespeichert, jetzt fühle ich mich wieder besser. Kann da jetzt kommen, wer will. Schrott einsammeln. Dann gucken wir jetzt hier nochmal drauf, ob hier was Interessantes ist. So, Hiwi-Geschwader. Oh, ist viel.
Russell, hier ist meine tolle Rede für die potenziellen Kunden heute. Was halten Sie davon? Speeding macht mich kalt, wenn Sie nicht anbeißen. Herzlich willkommen, meine Herren. Willkommen im Herzen der Sevastopol Synthetic Solution. Nächster Halt auf der Tour ist Apollo-Kern. Benötigen aber... Okay, das finde ich jetzt nicht so interessant. Lagerinventar. Russell, die von oben wollen die komplette Übersicht über das gesamte Komponentenlager. Ein paar der Sachen da sind nützlich, ein paar sind Schrott. Schätzwerte wollen sie auch. Okay. Freigeben, Fehler. Nein. Audio, Fehler. Zubehör, Fehler. Okay, war jetzt nichts sehr großartig Interessantes da. Ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Die sagt mir aber auch nichts, ne? Die sagt mir überhaupt nichts. Die sagt mir überhaupt nicht, wo ich eventuell hinlaufen könnte. Und der Meister läuft hier die ganze Zeit rum. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Ich habe das Gefühl, der kommt auch gleich raus. So, bin ich jetzt einfach nur wieder unten? Also hinten dran, wo wir gestartet sind, quasi? Hinter denen? Oh, scheiße. Ich muss mich irgendwo verstecken. Aber wo? Von wo kam das jetzt und wo sind die gestorben? Weiß ich nicht. Hauptsache es ist weg von mir. Soll ich jetzt hier hoch? Was? Verschaffen Sie sich Zugang zum Warenlager. Wo ist denn das? Die Richtung. Hier. Schlüsselkarte benötigt. Ich gehe erstmal hier lang. Guck mal, wo wir hinkommen. Ach du Scheiße. Nutzen Sie den Androiden als Zugang zu Komponentenlager. Ist überhaupt nicht unheimlich hier. Strom wiederherstellen, na super. Finden Sie einen Weg, den... Ey, jetzt reicht's aber. Es reicht's aber. Okay, ich gehe mal hier rein. Guck mal, wo wir hinkommen. Ob es irgendwie interessant für uns ist. Ich hätte ja auch noch hochgehen können. Ach, das ist ätzend, wenn man so viele Möglichkeiten hat, irgendwo lang zu gehen. Das ist ein bisschen scheiße. Ich weiß gerade auch nicht. Ich frage mich, um ehrlich zu sein, wirklich, wenn das Vieh hier reinpasst in diese Lüftungsschächte. Na toll. Nur hier hinten. Ob mir das jetzt viel geholfen hat, weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Hier hinten ist noch eine Tür. Oh, es ist sau still jetzt, ne? Oh, hier kann man nochmal speichern. Das mache ich doch glatt. Huhuhu. Ja. Suche. Ladung ist also nichts Interessantes. Und das ist nur diese Ausweiskarte quasi als Bonus zum Einsammeln. Benutzen. Sicherheitsscanner. Was ist das denn? Okay. Was kannst du? Was kannst du Schönes? Keine Ahnung. Ich weiß, gehen ist jetzt gerade wieder etwas laut. Aber ich gehe jetzt auch direkt wieder hier rein. Und ich lasse jetzt mal die Taschenlampe auch mal kurz ein bisschen aus, weil die ist gleich leer. Ich weiß, wir haben noch Batterien. Ich habe aber keine Ahnung, wie man die wieder reinpackt. Aber ich hoffe, das Spiel wird mir das schon sagen. Oh, guck mal, da vorne liegt was. Das ist bestimmt Schrott, so wie es aussieht. Ja. Oh, guck mal da. Guck mal, wer da langläuft. Was
passt aber oben drüber, ne? Wir haben ja gespeichert. Kann ich damit hier... Nee, kann ich nichts machen. Muss ich irgendwo anders was machen? Ich weiß es nicht. Okay, ich werde hier jetzt aber, so leid es mir tut, relativ pünktlich einmal die Folge beenden. Ich brauche nämlich auch eine kleine Pause. Und dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Und ja, bis dann. Tschüss.